sag mal, Jungschen, der Schalter muss an der Wand. Muss ich ja, jetzt wir haben doch hier auf der Leiter, extra oder? Eine tolle Fernbedienung. Das ist ja umständlich. Hallo Leute vom Internet, willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler. Ich bin der Karl und heute bin ich bei mir, Garage 76. Klasse, genau. Wir machen nämlich heute hier ein bisschen Elektrik und da haben wir hier ganz viel Papierkram und Geräte gekauft, um die halt hier zu montieren. Und damit der Markus zukünftig hier komfortabel sein Licht ein- und ausschalten kann. Mit einer tollen Fernbedienung. Das heißt, er hat sogar drei Fernbedienungen, die er hier überall verteilen kann. Und kann dann zukünftig seine einzelnen Lichtbänder einzeln ein- und ausschalten und dabei noch Strom sparen. Und die Bereiche ausschalten, wo nicht gerade gearbeitet wird. Coole Sache, oder? In diesem Sinne, los geht's mit dem Video. Das war's schon. Kamera läuft? Ja. Hat's wehgetan? Ja. Hat wehgetan? Ja. Gut. Geh zu deiner Mami, die streichelt dich dafür. Okay. Das ist natürlich klasse, dass jetzt hier Schraubklemmen sind und keine Steckklemmen. Das müssen wir ändern. Wie immer in der Elektrotechnik gelten die 5 goldenen Sicherheitsregeln. Aber wir wenden jetzt erstmal nur eine an und tun mal feststellen, ob wir hier Strom drauf haben. Ne, ist kein Strom drauf. Dann können wir das jetzt abklemmen. So, da kommt mein Assistent und er nimmt jetzt hier die Lampe entgegen. Und nimmt anschließend die Bestellung fürs Essen entgegen. Damit der Kabel nicht von der Leiter fällt, muss auch was zu essen haben. Ja, das Gewicht muss nach unten ziehen und nicht, dass ich hier ständig an der Decke hänge, wegen Leichtgewichtigkeit. Jetzt müssen wir hier noch das Kabel rausziehen und damit hier der FI-Schalter nicht fliegt, schneide ich hier vorne jetzt den grün-gelben, die Schutzerde ab, damit die keine Berührung mit den anderen Drähten macht. Nicht, dass die Ravioli wieder kalt werden. Dann bohren wir jetzt hier ein Loch rein, wo wir dann den Empfänger reinsetzen, so dass wir nicht in das Gerüst unter den Rigipskartonplatten reinbohren. Aha, hier befindet sich eine Isolierung. Und wir haben sie nicht verletzt. So muss das sein. Und haben jetzt ein Ersatzrad für den C-Ascona, oder? Fang! Da hast du nicht getroffen. Dann probieren wir mal das, ob wir das hier reingeschoben bekommen. Wir probieren es mal mit einem Zugband. Wie kompliziert das doch ist, wenn man hier direkt neben einer Dachlatte bohrt. Kann ich mal deine Hilfe kurz in Anspruch nehmen? Du musst hier mit hochkommen und das Kabel hier reindrücken, während ich das versuche hier zu führen, weil ich habe nicht genug Kraft im rechten Arm. Es kann sehr schwer gehen. Was soll ich machen? Das Kabel hier reindrücken in das Loch. Zieh nochmal ein kleines Stück zurück. Ja, nicht so weit. Und nochmal rein.
Ich kann das Köpfchen schon sehen. Ah, das ist immer viel wert. Ich habe das hier drum gewickelt und das geht natürlich nicht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Alles klar, Sie sind entlassen. Oh, sehr freundlich. Danke. Jetzt habe ich das hier ganz drum, eng drum gewickelt, dass ich nicht dicker bin wie das alte Kabel. Jetzt müsste das hier auch durchgehen. Und siehe da, es geht. Aber darauf muss man auch erstmal kommen. Dann können wir jetzt das Schaltteil installieren. Jetzt kommt der Markus und hilft mir hier, die Drähte reinzustecken. Nein, ich bin halt ein einarmiger Bandit. So, was müssen wir machen? Du musst hier diesen Farbe auf Farbe hier in das, also hier in das Loch reinstecken. Mhm. Reinschieben bis zum Anschlag. Mhm. Und dran ziehen, ob es fest ist. Mhm. Gut, und jetzt den nächsten. Das ist der, halt wahrscheinlich braun hier, ne? Genau. Perfekt. So, und jetzt müssen wir das Ding hier wieder reinheben. Und hier sind so Schlitze, die müssen hier rein. Ja, dann. Du achtest vorne drauf, ich guck hier hinten. Hast du? Naja, ich muss erstmal hier das Kabel versortieren. Am besten immer zudrehen, das ist nämlich ein Gewinde. So. Fertig. Dann können wir jetzt die Röhren wieder einsetzen. Winke, winke, po. Winke, winke. Einmal Leuchtmittel. Ding. Röhrig. Eine Röhre. Ja, die meisten sagen ja Neonröhren. Das sind aber Leuchtstofflampen. Und das ist ein Leuchtmittel. Das ist also quasi... Wir sind hier beim Karl-Prinzip. Beim Klugscheißen für Fortgeschrittene. Aber bitte nicht scheißen, ich stehe unter dir. So, willst du auch die Wanne haben? Das ist schwer, nicht mehr da. Oder auch genannt Abdeckkappe. Na, die hätte es auch mal putzen können. Das ist deine Aufgabe. Ach so. Kannst ja später irgendwann machen. Ich würde in der Mitte einfach zwei Klammern rechts und links zumachen und dann hält das. Weil du musst nochmal ausrichten am Ende, rechts und links. Das passt noch nicht. Zur Not Gibbon-Arm, ne? Im freien Fall kann man noch eine dran machen. Okay, so, dann machen wir jetzt den elektrischen Anschluss und dann können wir es auch schon ausprobieren. Jetzt müssen wir hier das Kabel von der Lampe müssen wir abisolieren, damit wir das jetzt hier an diesen Funkschalter anschließen können. Der grün-gelbe wird durchverbunden mit einer Vago-Klemme. Ja, solange ich den Arm hier abstellen kann, kann ich den auch belasten. Na, weil dann ist kein Gewicht auf dem Arm. Gut, der Anschluss ist ganz einfach. Ich blende das mal im Video ein. Da hat man einfach nur hier vier Anschlüsse. Einen Eingang und einen Ausgang. So. Das ist ja unsere Zuleitung. Die klemmen wir jetzt auf den Eingang. Die Lampe kommt jetzt auf den Ausgang. Jetzt können wir das Teil hier in der Decke versenken. Ja, die Klemmung reicht leider nicht aus. Da müssen wir wohl kleine Schräubchen setzen. Gut, dann tun wir jetzt mal den Funkschalter anlernen und mal gucken, ob wir es damit schalten können. Das war ja einfach. Ausschalten, einschalten. Jetzt müssen wir nur noch die anderen zwei Fernbedienungen anlernen und dann haben wir den ersten Strang schon mal fertig. Pause.
So, der Markus darf jetzt hier wieder die kniffligen Aufgaben übernehmen. Da ja diese Krallen nicht weit genug nach außen gehen, tut er das jetzt hier justieren und dafür sorgen, dass das dann funktioniert, sodass diese Abdeckung sicher in der Decke verankert ist. Dann hätten wir jetzt auch hier die Abdeckung drauf, die auch gleichzeitig als Schalter funktioniert. Und das hat hier unser Herr und Meister ganz alleine hinbekommen. Ich bin stolz auf ihn. Dankeschön, Karl. So, endlich fertig. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Herr Brandkorn. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist Feierabend. Feierabend. Wie, ist doch noch früh. Ist doch noch hell draußen. Mit Raviolis. Der Ilse wartet mit Raviolis. Aha. Gut. Ja, das ist jetzt ganz modern hier oben. Mit Schalter an der Decke. Ja. Voll elektronisch. Ja, sag mal, Jungschen. Der Schalter muss an der Wand. Muss ich ja, jetzt wir haben doch hier auf der Leiter, extra eine tolle Fernbedienung. Und damit kann man das jetzt ein- und ausschalten. Muss man nur oben auf den Punkt drücken. Gib doch mal her. Da muss man mal angucken hier. Jungschen. Jungschen, da ist ja so eine komische Kreis. Ja, einfach mit der Fernbedienung dagegen drücken, dann geht das Licht an und aus. Also, das ist ja umständlich. Das ist ja, da darf ich schon noch mal drauf drücken. Ja, natürlich. So, Markus, wir müssen jetzt hier mal nach der Fernbedienung gucken. So, also hier haben wir jetzt die Fernbedienung. Ne? Da können wir hier das Licht ein- und ausschalten. Ja. Ob er das gleich merkt? Ich glaube nicht, der ist total verpeilt. Was habt ihr denn da? Jungschen, willst du mich verarschen oder was? Oh, 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 oh. Also, jetzt reicht es aber. Oh, oh, schnell, du schnell Scheiße. Weg. So läuft das hier nicht. Au! Fest du noch gekauft. Nicht mit dem Kopf gegen den Heizkörper. Hiermit hätten wir die Sache jetzt also fertig gemacht. Da haben wir schon mal dieses Leuchtband hier mit einem Empfänger ausgestattet. Und natürlich auch dieses Leuchtband hier mit einem Empfänger ausgestattet. Die anderen zwei Leuchten, die sich jetzt noch hier befinden, die werden noch normal über den Schalter geschalten. Und da können wir das jetzt mal ausprobieren. Wenn man also jetzt den Lichtschalter anmacht, gehen hier vorne die zwei Leuchten an. Eigentlich alle Leuchten, weil der das speichert, ob die an oder aus waren. Und jetzt kann man halt mit dieser Fernbedienung, kann man jetzt hier die verschiedenen Lichtstromkreise schalten. Na, da haben wir jetzt das hier ausgeschaltet und hier drüben das. Und auch unabhängig voneinander dann einschalten. Was sagt der Meister Markus zu seiner neuen Installation? Hervorragend. Hat der Karl toll gemacht. Ich bin zufrieden mit dir. Darfst doch mal wiederkommen. Boah, das hat er aber fein gesagt. Dankeschön. Trotz meines lahmen Flügels, er musste mir ja ein bisschen helfen. Na, alleine habe ich das nicht komplett hinbekommen. Aber es war machbar und mit ein bisschen Hilfe ging es ja dann auch. Gut, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal und ciao!